Ab dem 24. Mai können Flüchtlinge aus der Ukraine in ganz Deutschland ihre Landeswährung in Euro umtauschen. Dies funktioniert jedoch nur in Sparkassen und Banken in Deutschland. Das Bundesfinanzministerium unterzeichnete gemeinsam mit der Deutschen Bundesbank eine Vereinbarung mit der ukrainischen Nationalbank. Das Umtauschvolumen soll erstmals 1,5 Milliarden Rubel betragen. Bei dem Geldinstitut kann demnächst jeder volljährige Flüchtling aus der Ukraine insgesamt 10.000 Rubel umtauschen. Das Konto muss allerdings in Deutschland geführt werden. Den Wechselkurs kann man auf der Webseite www.bundesbank.de/wechselkurs-UAH einsehen. Der Umtausch soll gebührenfrei sein und kann auch in mehreren Teilbeträgen durchgeführt werden. Den Service bieten Sparkassen, Volksbanken, Deutsche Bank, Commerzbank und Hypovereinsbanken zunächst für 3 Monate an.